Neu auf der Baden-Messe ist die Sonderfläche Games for Families in Halle 3. Auf über 700 Quadratmetern stehen mehr als 50 Spielstationen für junge und alte Besucher, Kinder und Familien bereit. Wir sind hier bei Games for Families auf der Baden-Messe in Freiburg. Das Konzept Games for Families, das gibt es seit 2009. Und zwar steht dahinter, wir stellen hier Computer- und Konsolenspielen vor, die für Familien und Kinder geeignet sind. Das bedeutet, wir haben hier verschiedene Bereiche, wo man verschiedene Computer- und Konsolenspielen ausprobieren kann. Das Ziel dahinter ist, dass wir eben vor allem Spiele zeigen, die auch einen Mehrwert vermitteln. Das bedeutet, Spiele mit Gewaltdarstellungen, die müssen grundsätzlich draußen bleiben. Das heißt, wir wählen hier nur Spiele aus, die eben vor allem Kinder und Familien ansprechen und auch eben Mehrwert vermitteln. Ob das jetzt beispielsweise im Fitnessbereich oder im Tischtennisbereich ist, wo es um die sportliche Betätigung geht, oder ob das eben ja, Spiele an einem PC sind, wo eben Gehirnfitness, Reaktionsgeschwindigkeit oder ähnliches gefragt ist. Da ist somit alles dabei. Und ja, wir versuchen halt eben vor allem die Kleineren anzusprechen, sprich Kinder, aber auch eben die ältere Generation. Also wir haben auch viele ältere Herrschaften dabei, die sich wirklich an die PCs auch dran setzen und diese Spiele ausprobieren. Und da hatten wir auch relativ gutes Feedback, ne? Dass eben auch genau sowas gefragt ist. Wir versuchen hiermit eben eine Zielgruppe zu erreichen, die keine große Reisebereitschaft aufweist. Das bedeutet, wir sind damit auf verschiedene Verbrauchermessen in Deutschland und versuchen so eben dann den Besuchern das Ganze eben nahezubringen. Also die wirklichen Hardcore-Gamer, die gibt es in dem Sinne hier nur sehr wenig. Das bedeutet, überwiegend spielen wir Casual-Gamer. Das heißt, Leute, die eben noch nicht viel Erfahrung haben. Und das ganze Konzept ist eben auch so ausgelegt, dass man kein großes Vorwissen braucht oder keine große Vorlaufzeit. Das heißt, man kann die Messe eben besuchen, man kriegt das von unseren Mitarbeitern erklärt und kann dann auch direkt loslegen. Das heißt, selbst wenn man noch nicht viel Erfahrung in dem Bereich hat, auch mit Konsolen oder Computern, kann man sich trotzdem eben hier ransetzen und das Ganze direkt ausprobieren. Das soll eben genau diese Leute auch ansprechen. Sprich, Leute, die das Thema, denen das Thema noch so ein bisschen fremd ist, denen zeigen wir eben, was es da auch gibt an diesen Sachen. Und die können sie eben ausprobieren und wenn möglich, sollen es dann auch zu Hause weitermachen. Wer ein Spiel für sich entdeckt hat und es auch zu Hause spielen möchte, kann es gleich am Stand erwerben. Mehr als die Hälfte der Spiele ist auch für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.